vorne. Architekten, die das hier gemacht haben, dann können wir direkt vorne. Wir sind bei 5600 Stauden und Gräser, die heute kommen, die hier verteilt werden und auf all diesen großen Flächen eingepflanzt werden müssen. Wir sind hier auf einem unserer aktuellsten Projekte an der Ostsee in Boltenhagen und bauen hier eine wunderschöne Parkanlage zu einem Minigolfplatz. Hier findet man nachher Mummelspielbahnen und einen Wasserspielplatz und eben diesen Adventure-Minigolf. Und wir bauen dazu die Parkanlage mit Sitzmöglichkeiten und Pflanzenvielfalt. Heute sind wir knapp 16 Leute, kümmern uns quasi um den Bauablauf und schauen, dass alles reibungslos hier läuft. Im Hintergrund sehen wir das Hauptgebäude der Anlage, die wir hier bauen. Und die Besonderheit ist, dass wir sowohl auf dem Haupt- als auch auf dem Nebengebäude, um eben so viel Grünfläche wie möglich zu schaffen und um so viel Lebensraum für kleine und größere Tiere auch zu schaffen, dass wir beide Dächer begrünen. Das bedeutet, es gibt einen bestimmten Dachaufbau, was auch die Temperatur im Haus tatsächlich reguliert. Wir haben mit den Kollegen und den Kunden zusammengesessen, entworfen, geplant, Pflanzen rausgesucht, die eben naturnah sind für die Vögel, für die Insekten nutzbar sind. Haben dann eine 3D-Visualisierung erstellt mit einem kleinen Film, der einmal durch die zukünftige Parkanlage führt. Ja, ein super Mittel, um mal so die Eindrücke und die Lebendigkeit des zukünftigen Parks darzustellen. Das waren so die ersten Ideen, die auch der Gemeinde vorgestellt wurden. Was wird an Bäumen gemacht? Was gibt es an Spielmöglichkeiten? Wie gehen wir auf Vögel ein? Was wird gepflanzt? Warum wird es gepflanzt? Was hat das für Vorteile für Vögel und Insekten? Was macht man an Spielmöglichkeiten? Sitzbereiche? So, dass man das ganze Paket einmal vorgestellt hat und dem Kunden versucht, ein Gefühl für sein eigenes Projekt zu geben.